Das sind die und alle leichten fünf. Ja, also die leichten fünf. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ja, nachdem die Frage gestellt ist, schreibt ihr eure Antwort auf. Ich schließe dann die Runde und frage euch ab. Also, habt ihr das verstanden? Ich liebe die Sendung. Ja, ja, muss ja nochmal anfangen. Hast du es verstanden? Ja. Okay. Ja, okay, gut. Ihr habt es verstanden? Okay, hier kommt die erste Frage. Wie lautet gemäß Online-Duden der Imperativ Singular von Dreschen? Dreschen. Wie lautet gemäß Online-Duden der Imperativ Singular von Dreschen? Dreschen. Dreschen? Ich finde, Dreschen, das klingt, kann man genauso wie man sagt, du Mond. Dreschen. Dreschen. So, ich schließe die Runde. Ja, ich schließe die Runde. Wir fangen an. Bei Judith. Hast du schon mal was gedrescht? Nee, ich glaube nicht. Nee? Nee. Vielleicht sollst du mal was dreschen. Was drescht man denn? Ja, das werden wir gleich sehen. Was hast du geschrieben? Lass uns das mal sehen, bitte. Ich habe Dresch geschrieben. Okay, dann bilde mal einen Satz mit Dresch. Ich weiß nicht, was man drescht, aber so Dresch, Matthias. Hey, komm. Guck mal, was Joko hat. Ja, also das ist falsch, danke. Nein, nein, warte mal. Joko, was hast du denn geschrieben? Also dreschen, ne? Ja, dreschen. Ich habe mich an den Spruch erinnert, wenn man das falsch gebildet hat, dann wurde man früher immer mit, der Imperativ wird mit I gebildet, du Idiot. Mhm. So kannst du es dir vielleicht merken, weil I und Idiot. Mhm. Und deswegen habe ich Drisch geschrieben. Okay. Ich gehe auch also, davon aus, dass das richtig ist, ehrlich gesagt. Drisch? Okay. Dann sag du doch jetzt der Judith mal, dass das falsch ist, weil mir ist sie sympathisch. Ne? Also, dass sie keinen Punkt bekommt. Judith, du hast leider, vielen Dank, Judith, du hast leider nicht die gleiche Antwort wie ich, deswegen bekommst du keinen Punkt. Dankeschön. Aber es ist noch alles möglich. Hesse. Ich muss sagen, dass ich bei der Frage natürlich einen leichten Heimvorteil habe, da bei uns oft mehr gedrescht wird. Und das ist ein ganz klassischer Satz, mit dem man geweckt wird. Drisch das Mäh, drisch das Mäh. Und deswegen habe ich das im Ohr. Hast du es richtig? Ein Punkt für Häseburger. Flo. Dreschen. 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 Was hast du geschrieben? Ja, Mann, Drisch. Hast du auch richtig. Ein Punkt für Florian David Fitz. Großartig. Drischen, Drisch. Warte mal. Drisch. Zweite Frage, ihr Lieben. Wofür steht die Abkürzung des Hygieneartikels OB? Mhm. Wofür steht die Abkürzung des Hygieneartikels OB? Joko, du bist ein moderner Mann, sowas weiß man. Sowas hat man. Ich benutze das. Wofür steht die Abkürzung des Hast du nicht auch eine eigene Linie? Nee. Du hast doch sonst jedes Produkt. Drei Freunde OBs. Drei Freundinnen. So. Eins, zwei, ihr seid die Dritten. Habt ihr eine Antwort? Alter, bitte? Weißt du das? Ich vermute eine Antwort aus der Ableitung der Situation, in dem der Artikel benutzt wird. Nichts verraten, nichts verraten. Oh boy, ich hab schon wieder meine Tage. Judith, komm bitte zum Ende. Ich habe keine Ahnung. Ich soll ich dir einen malen? Schließe die Runde in fünf, wie du möchtest. Ich mal dir einen. In fünf, vier. So. So, die Runde ist geschlossen. Ruhe. Das ist hier eine ernste Sache. Ja? Ich würde das jetzt gerne wissen, Judith, was hast du denn dahin geschrieben? Ich habe gesagt, was ich. Ein Bildchen. Du hast ein Bild gemalt? Ja. Das ist schön. Gut, genau. Also, das könnte auch. Also, eine Maus ohne Beine. Ja, es könnte auch eine sehr lange Computermaus sein. Ja. Ich finde die Abkürzung des. Es ist falsch. So.
Florian. Ich hab's garantiert richtig. Hast du das ganz gesehen, oder? Ja, das ist okay, ganz okay, was schlimm. Hast du geschrieben? Sag mal kurz, was hast du geschrieben? Ich hab geschrieben, was die Situation ist und ich hab gedacht, ohne Blutung. Wow. Oh, gut. Aber nicht schlecht, ja. Oh, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es richtig hab. Was? Aber kann das auch sein? Aber ich will nur kurz mal fragen, wenn man jetzt sagen würde, man macht Werbung für diesen Artikel und der Artikel würde heißen, ohne Blutung. Es ist falsch. Es ist falsch. Wir werden sehen. Es ist falsch, ja. Joko. Ich habe das andere B genommen, was in Frage kommt, und das ist Binde. Ich habe ohne Binde. Du bist ein moderner Mann. Vielen Dank. Ein Punkt für Joko Winterscheid. Völlig klar. Danke. Hilfe. Auch ich habe ohne Binde. Das ist korrekt. Ein Mann. Weiterer Punkt für Hilse Burger. Großartig. Das macht Spaß. Das wir wissen, wovon wir reden. Bindenfaust. Bindenfaust. Welche Farben haben die Buchstaben des aktuellen Google-Logos? Welche Farben haben die Buchstaben des aktuellen Google-Logos? Bitte alle Farben aufschreiben. Des aktuellen Google-Logos. Ja, das verunsichert mich auch. Wechselt das die Farben? Ist das so wie so ein Chamäleon? Hazel, hast du schon mal gegoogelt? Ich wurde auf jeden Fall schon mal gegoogelt von allen, die jetzt diese Sendung schauen und sich denken, wer ist denn diese schmucke, fesche Dame, die da sitzt, wo sonst dieser kleine Teenager-Junge sitzt. Ich benutze es ehrlicherweise fast nur, um zu kontrollieren, ob ich Sachen richtig schreibe. Wow. Ja? Ist das so? Ja. Dann so gibst du ein Dresch und dann steht, meinten Sie Drisch? Joko. Okay. Ist voll praktisch. Ihr habt vier. Was? Leute, nichts? Habt ihr alle was geschrieben? Hä? Ja. Gut, dann hören wir uns mal an, was ihr so habt. Hazel? Also ich habe nur drei Farben aufgeschrieben. Ich glaube, es sind vielleicht zu wenig. Mhm. Dem stark speichellastigen Einatmen Jokos. Nee, das war eher, ob ich eine zu viel habe. Also ich habe einfach mich an die Grundfarben gehalten. Blau, Rot, Gelb. Es kann natürlich auch sein, dass da irgendwo noch ein Grün dazwischen geflutscht ist. Glaube ich ehrlicherweise nicht. Fände ich problematisch, aber keine Ahnung. It's Google's choice. Not my monkey, not my circus. Wo kommt das immer her? Ich weiß nicht. Ey, das ist so gut, wirklich. Ich weiß nicht. Hazel, die drei Farben, die sind richtig. Aber es fehlt noch eine. Es fehlt eine. Mann! Deswegen ist es falsch. Ach, nein. Flo, was hast du? Das gleiche? Ja, ich habe Grün auch nicht dabei. Drei Farben, okay. Habt ihr dann voneinander abgeschrieben? Nein. Okay. Ich glaub euch mal. Judith, was hast du? Das gleiche wie Hazel. Oh, Joko, hast du? Oh. Du hast vier, Mann. Okay. Das ist in dem Fall falsch. Jetzt ist aber die Frage, aber ich weiß jetzt nicht, ob. Ja, ich glaube. Rot, Blau, Gelb, Grün. Wir blenden das Google-Joko. Joko. Ja, so weit. Oh, Mann! Ja. Sehr gut. Rot, Gelb, Grün, Blau. Richtig, Joko, das hast du richtig. Bravo. Schön. Okay, ihr Lieben. Nächste Frage. 2010 war man mit 3G am schnellsten am Handy. Ja, dann kam 4G und mittlerweile ist 5G der Standard. Wofür genau steht eigentlich das G? Mhm. Mann, ey. Wofür steht eigentlich das G? G-G-G-G-Unit. Hazel, hast du was geschrieben? Ja. Mann. Finde ich aber gut, Judith. So, hast du was geschrieben? Aber ich find's auch ich gut, möchte dass nicht, dass du was schreibst. Ich finde es gut, dass du dich an mir orientierst. Ja, eben. Darfst nicht gucken. Judith, du darfst nicht abgucken. Ich hab's nicht gesehen. Wow. Hat sie wirklich nicht? Hat sie wirklich nicht gesehen? Nee, ich hab wirklich. Achso, du bist schon. Das ist schon drin. Aha. Okay. Judith. Ich hab bei der Schrift. Warte ganz kurz, schau mir mal in die Augen. Meinst du? Hast du es gesehen? Warte mal ganz kurz, haben wir denn die Runde überhaupt schon geschlossen? Warum steht ihr alle einfach auf? Also, ja, okay. Komm, wir schließen die Runde jetzt einfach mal. Hat den 1-8-Test. Wir beraten uns schon mal. Ja. Ich schließe die Runde. Was ist das jetzt für eine komische Show, die hier gerade stattfindet? Ja.
Wir suchen uns jetzt eine Antwort aus, ist das okay? Ja, dann möchte ich eine Antwort aus. Ob ihr wirklich richtig steht. Aber mir, immer wenn ich rüberlaufe, fällt mir auf, wie sehr Flo und mein Kasten so einem Geburtskanal gleicht. Und ihr seid einfach vor einem ganz normalen Kasten. Das ist irgendwie wir bleiben ein bisschen beim Thema strange, mit oder? Ja, naja, ich setze mich jetzt mal hin. Judith, ja. Was hast du geschrieben? Generation. Judith, du hast geschrieben Generation? Ja. Judith, soll man lügen? Hast du vielleicht abgeguckt? Hast du das Generation vielleicht erst hingeschrieben, nachdem du bei Joko mal gelinst hast? Ist das dein Gewissen? Wer sind Sie? Das hat ja voll die komische Stimme. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Sehr gut, Juli. Ja. Das gibt einen Punkt, Judith. Ein Punkt für dich. Oh. Generation. Joko, was hast du? Ich habe Generation. Generation, ein Punkt für Joko. Hazel. Ich dachte, Generation ist vielleicht, ich habe Gigahertz. Aber auch gut, das ist eigentlich die intelligentere Antwort, muss man sagen. Naja, aber es ist halt so pseudo-intelligent. Das ist wie nee, absolut, weil es ja gar nichts mit Gigahertz zu tun hat. Das ist wie, wenn man so sagt, warte mal, ich gehe mal zu Florian David Finz, Hazel, das ist kein Punkt für dich. Was hast du so? Ich habe Generation, ich hatte aber auch erst Gigahertz. Okay, das freut mich für euch beide, aber Generation ist richtig gut, dass es eine geben, das ist ein Punkt für dich. Sehr schön. Okay. Aber Matthias, du machst es sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl. Ja, ist das in Ordnung? Ich fühle mich auch sehr wohl. Echt cool, ja. Ich mache das heute zum ersten Mal. Die nächste und die letzte Frage ist folgende. Konzentriert euch, hört gut zu. Denn jetzt wird es sehr, sehr leicht. Nennt alle vier aktuellen Punktestände. Alle vier aktuellen Punktestände. Habt ihr gerade aktuell... Oh, mein Stift ist nach da vorne gefallen. Ja, komm vor, hol ihn dir. Hol ihn dir. Nee, nee, komm mal vor, jetzt hol dir deinen Stift. Ja? Nein. So, und dann kannst du dich bücken und dich umhüllen. Steht nichts. Ja. Ich schließe die Runde. Warte, ich hab mich aufgeschrieben. Nein, ich bin mir unsicher. Ich schließe die Runde in 5, 4, 3, 2. Nee, das stimmt bestimmt nicht. Und vorbei. Nein. Hä? Ich hab den Bogen noch gemacht und dann verschwindet er. Wo muss ich hingucken, damit sich jemand angesprochen fühlt? Was hast du aufgeschrieben? Ich habe 2 Punkte bei Judith. Ich habe 4 Punkte bei mir. Ich habe 3 Punkte bei Hazel. Und ich hatte bei Flo auch 3 und dachte dann 2 und dachte mir, das ist falsch. Und habe dann nochmal den Dreierbogen gezogen. Und in dem Moment hast du gesagt, die Runde ist zu. Und dann ist mein Bogen unten verschwunden, du Arschloch. Wow. Das hat gesessen. Deswegen, aber ich habe wirklich, ich habe diesen Bogen gemacht und das du hast ja auch der Bogen war da. Du brauchst dich jetzt ja auch nicht rausreden. Es war vorher falsch, es ist immer noch falsch, es ist einfach falsch. Ah, okay, gut, dann ist nicht schlimm. Shit. Florian. Ja. Also ich bin, weiß ja nicht mal, wie viel ich habe. Ich glaube, ich habe 2. Du hast 3. Du hast 4. So, und jetzt die große Frage. Ja. Ich glaube, du hast 3. Ich glaube, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Das ist falsch, Florian. Aber hat Florian 3? Hazel. Also, ich fange auch mal von da an. Florian hat 2, dann habe ich 3. Joko hat 4, bei denen wird es auch bleiben. Und Judith hat meiner Meinung nach, und ich möchte dich jetzt nicht irgendwie unter den Bus werfen oder so, aber ich glaube, du hast ja nur diesen einen Punkt. Ja, richtig. Ja. Ja. Hazel. Matthias. Das ist falsch. Du hast deinen eigenen Punktestand falsch. Ich habe 2 nur. Ansonsten hast du alles richtig, dann nein. Ist falsch. Hä, keiner hat einen Punkt. Judith. Oh nee, Judith. Was hast du geschrieben? Ich habe 1 Punkt. Joko hat 4.
Hazel 3 und Florian auch 3. Da sag ich, wow, das ist falsch. Shit. Hä? Ja, tatsächlich. Wollt ihr es euch mal anschauen? Ach Mist, ich hab guckt 2. Es euch an. Ich ja, hab guckt nur euch an. 2. Das ist der Punkt. Ich hab ja Google und Gigahertz 1, 4, falsch 2, 2, gehabt. Okay. Ja, toll. Okay, nee. Schwach. Oh Mann, jetzt hab ich falsch gehabt und bin noch schlechter, als ich dachte. Das ist ja total der miese Tag. Mich nervt, dass Joko schon wieder vorne ist. Das ja, ist schon wieder. Ich war schon voll oft vorne in dieser Staffel. Na, war das leicht? Das waren die leichten 5. Es ist noch alles möglich.